Schauen Sie, hier sehen wir die tumultartigen Studentenproteste im Dezember 2010 in London. Grund war die geplante Erhöhung der Studiengebühren. So etwas ist auch in Kanada passiert, in Quebec. Die Erhöhung kam trotzdem. Das neue Gesetz haben die Proteste nicht verhindert. Was ich sehr interessant finde an dem, was sich hier abspielt, ist, mal abgesehen von der Gewalt, die klar erkennbare Trennung in zwei Lager. Schauen Sie, wenn man sich ein Standbild herauspickt, dieses zum Beispiel, das ist doch verblüffend, oder? Die Bobbys in Gelb auf der einen Seite, die Demonstranten auf der anderen. Das sind zwei Arten von Gewalt. Nennen wir diese hier legitime Gewalt, also die Staatsgewalt, so wie Max Weber sie definiert hat. Und auf der anderen Seite nennen wir sie die Gewalt der Empörten. Ich sage bewusst der Empörten, denn hier sehen wir zwei, drei Guy Fawkes-Masken, das Erkennungsmerkmal der Anonymous-Bewegung und der Empörten in der Menge. Ich finde, diese Zweiteilung der Gewalt, der urbanen Gewalt, ist bereits eine Information an sich. Es gibt noch eine andere Zweiteilung, die man anhand dessen aufzeigen kann, was Walter Benjamin in seinem berühmten Essay zur Kritik der Gewalt in den 1920er Jahren schrieb. Dieser Essay von Walter Benjamin gilt ja als philosophischer Grundlagentext für die moderne Gewaltkritik. Pardon. Richtig. Und er unterscheidet darin zwei Formen der Gewalt. Zum einen die rechtserhaltende Gewalt mit dem Ziel der Wahrung der herrschenden Ordnung, hier verkörpert von den Polizisten, die klar als solche auszumachen sind. An ihren Uniformen, ihren Warnwesten. Sie haben die Macht auf ihrer Seite. Sie sind uniform, einheitlich. Und bewaffnet. Sie sind im Wortsinn uniform. Die eine Form der Gewalt ist die rechtserhaltende Gewalt. Und die andere ist die, die man entweder als rechtssetzende Gewalt oder als rechtskritische Gewalt bezeichnen kann. Rechtskritisch mit dem Ziel, neues Recht zu setzen. Diese zweite Form der Gewalt haben wir hier vor uns. Wobei diese beiden Gewaltformen aber ihrem Wesen nach verschieden sind. Die eine ist uniform, die andere mehrdeutig. Die zweite ist mehrdeutig, ja. Es geht dabei um die Frage, wo liegt der Unterschied zwischen Unruhen, Revolution und Revolte? Rechtskritische Gewalt lässt sich organisieren, disziplinieren. Beispielsweise, wenn sich eine revolutionäre Partei ihrer annimmt. Aber Marc, Sie sprachen eben auch von einer rechtssetzenden Gewalt. Ja, denn wenn die Kritik an einer Ordnung dem Wunsch nach einer neuen Ordnung entspringt, dann will sie damit ja neues Recht setzen. Vergessen wir nicht, der Ursprung eines jeden politischen Regimes, eines jeden politischen Systems ist immer die Gewalt. Weil immer eine ursprüngliche Gewalt vorausgegangen ist, die ein neues Recht gesetzt hat. Ist Gewalt also ordnungsstiftende Unordnung? Sie kann es sein. Sie ist es nicht immer, aber sie kann es sein. Auf jeden Fall gibt es keine Ordnung, die nicht auf Gewalt gegründet wäre. Vor allem aber erinnert mich dieses Bild daran, dass dieser Konflikt zwischen rechtserhaltender Gewalt und rechtssetzender bzw. rechtskritischer Gewalt heute auch ein Krieg der Bilder ist. Es ist ja kein Zufall, dass wir hier ein Video vor uns haben. Aber je nachdem, welchen Bildausschnitt man wählt, welche Einstellung... Wir lassen es mal weiterlaufen. Je nachdem, welchen Bildausschnitt Sie nehmen oder wo Sie das Bild anhalten, ist es eher die rechtssetzende oder die rechtserhaltende Gewalt, die hervorsticht. Wenn die Kamera einen Demonstranten zeigt, der gerade von einem Polizisten zusammengeschlagen wird, dann wird die rechtserhaltende Gewalt in den Vordergrund gestellt, die Recht und Ordnung wahren soll. Filmen und senden Sie dagegen einen Polizisten, der umgestoßen und von Demonstranten verprügelt wird. Dann wird die Interpretation der Bilder eine ganz andere sein. Es ist tatsächlich ein Krieg der Bilder und ihrer Interpretation zwischen diesen beiden Formen von Gewalt. Müssten wir hier nicht unterscheiden zwischen dem an sich unanfechtbaren Protest, denn wer protestiert, ist ja in dem von ihm formulierten Protest nicht anfechtbar, genauso wie derjenige, der sich empört, nicht Unrecht haben kann,
Also einerseits zwischen einer Gewalt, die Ausdruck eines unanfechtbaren Protests ist, und andererseits einer Gewalt, die, zumindest in einer Demokratie, Ausdruck des Rechts und der Wahrung des Rechts ist. Das würde bedeuten, dass Sie sich nicht mehr allein auf das Recht stützen können. Sie müssen sich dann auf ein weiteres Prinzip berufen, das Prinzip der Gerechtigkeit. Das heißt, um festzustellen, welche dieser beiden Formen von Gewalt die legitimere ist, bedürfen Sie eines das Recht transzendierenden Prinzips, nämlich der Gerechtigkeit und einer bestimmten Vorstellung von ihr. Also neben dem Recht geht es um die Frage der Gerechtigkeit, wie sie beispielsweise mit diesem Foto hier in Szene gesetzt wird. Ein unglaubliches Bild. Das hier ist Sao Paulo, genauer gesagt eine der Favelas von Sao Paulo. Das Elendsviertel wirkt fast wie eine Schlammlawine, die sich auf den reichen Stadtteil Morumbi dahinter zuwälzt, dessen Hochhäuser sich wie Türme dieser sich rasch ausbreitenden Gefahr entgegenzustellen scheinen. Sicherlich wird die Favela von den Bewohnern des reichen Viertels als potenzielle Bedrohung empfunden. Wobei die Menschen in der Favela ihrerseits diese imposanten Gebäude wohl als zusätzliche Provokation empfinden. Wer weiß, jedenfalls erkennt man zwischen beiden eine deutliche Grenze. Ja, aber eindrucksvoll finde ich nicht nur diese klar erkennbare Grenze, sondern die Vorstellung, wie sich die beiden Seiten wohl gegenseitig beäugen und welche Wirkung das wohl hat. Man kann sich einerseits vorstellen, wie die Favela-Bewohner diesen Reichtum direkt hinter der Mauer betrachten, der auf sie sicher recht provozierend wirkt und allein dadurch zu einer Quelle der Gewalt wird. Und andererseits kann man sich auch vorstellen, wie die Reichen aus ihren Wohnungen oder Büros auf die Armut der Favela herunterblicken. Im Grunde wohl mit der einzigen Sorge, wie sie sich davor schützen können. Das heißt, sie sehen, ohne sie zu sehen.